bist du endlich frei für mich. Was wird denn hier gefeiert? Rebecca versteht das nicht falsch. Sebastian und ich haben nach der Scheidung sogar noch einen Kaffee zusammen getrunken. Sex wäre auch schlecht gewesen. Sie ist schließlich schwanger. Wie fühlst du dich denn? Wehmütig, aber dennoch frei. Hey, das ist doch gut. Zumindest der letzte Teil davon. Und ich will mich jetzt wieder komplett auf meine Karriere konzentrieren. Hast du denn schon was Neues in Aussicht? Naja, das wird noch nicht verraten. Auf Lydias Karriere. Ja, darauf. Lydias Kleid. Oh. Wie sieht's aus? Ziehen wir noch ein bisschen um die Häuser? Also, ich bin dabei. Ich muss zurück nach Königsbrunn. An meiner Karriere arbeiten. Ja. Viel Spaß noch. Ciao. Was machst du denn hier? Ich wollte dich abholen. Ich habe uns einen Tisch im Schneiders reserviert. Der Tag muss doch gefeiert werden. Oder hast du keine Lust? Was ist das denn für eine blöde Frage? Oh. Hallo. Ich habe gehört, Rebecca ist hier. Ja. Ich hab was für dich. Als Geschenk und als kleine Motivation. Wirklich? Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ich würde mich riesig freuen, wenn du nach wie vor bereit wärst, mein Hochzeitskleid zu nähen. Nur aus alten Mustern, um Platz für etwas Neues zu schaffen? Können wir trotz unserer Trauer Freude empfinden? Aber diese Renate war echt die schlimmste, die du uns je ins Haus geschleppt hast. Also ich sage immer, mit der Freizeit ist es wie mit einem gut gezapften Bier. Man muss es genießen und es macht sofort Appetit auf mehr. Wisst ihr, so gern ich auch mit euch weiterlästern würde. Leider steht morgen einiges an in der Firma, also mach's gut. Ich komm mit, dich weiter nerven. Was denn jetzt schon? Es wird doch gerade so lustig. Was war übrigens mit deinen Jungs? Ich erinnere nur an diese Rotze. Halt die Klappe. Offensichtlich hat er die Scheidung ganz gut verkraftet. Hätte ich nicht gedacht. Ist für ihn aber trotzdem härter als für Lydia. Du hast schon genug für heute. Ja. Hier, die Sattelkammer, die ist natürlich viel zu klein für einen Betrieb mit Dutzenden von Pferden. Und das Dach ist an mehreren Stellen undicht. Das klingt nicht gut. Wenn Feuchtigkeit in tragende Balken eingedrungen ist, muss unter Umständen die gesamte Konstruktion erneuert werden. Das wird teuer, hm? Heißt das, der Stall wird einfach abgerissen? Naja, so einfach ist das nicht. Immerhin stehen die Gebäude hier unter Denkmalschutz. Was ist das denn hier leider? Ja, weil ein Neubau meistens billiger ist als eine Sanierung. Zeigst du mir die undichten Stellen? Ja, klar. Komm mit. Guck mal ein bisschen hier oben. Dringend Zeit, dass hier mal modernisiert wird. Übernimmt das eure Firma? Uns allen ist völlig klar, dass da einiges auf uns zukommt. Für einen professionellen Zuchtbetrieb brauchen wir diese Modernisierung. Ich mache dir eine Kosteneinschätzung. Was ist denn dein Eindruck? Das Holz ist trocken. Die Substanz solide und vor allen Dingen kein Schwamm in sich. Also könnte man alle Balken erhalten. Und an die Statik müssen wir auch nicht ran. Das hört sich doch sehr gut an. Können wir denn mit Brandnerbau rechnen? Leider nein. Wir sind dafür nicht spezialisiert. Schade. Wir hätten euch gern an unserer Seite. Außerdem hätte ich wirklich niemanden, den ich abstellen könnte für die Leitung des Projekts. Tut mir wirklich leid. Na gut, dann müssen wir uns nach einer anderen Firma umsehen. Danke, Arno. Ist doch super, dass Andi was gefunden hat, was ihm Spaß macht. Sonst beschwerst du dich doch immer, genau das Gegenteil der Fall ist. Ja, aber du hättest ihn mal sehen sollen. Der war völlig konzentriert. Vor Sanierungspläne. Ja, das passt wirklich nicht richtig zu ihm. Obwohl er sich in letzter Zeit ja schon ziemlich gelangweilt hat.
Ist ja auch öde, wenn man auf Kurzarbeit gestellt ist und die Freundin rund um die Uhr an der eigenen Karriere feilt. Das ist doch gar nicht wahr. Ich bin doch jetzt hier mit meinen Freunden im Café und unterhalte mich. Wer keine Zeit hat, ist Andi. Mit dem Augenblick eh so komische Sachen auf dem Schirm. Erst lässt er die Aufnahmeprüfung für die Polierschule sausen und jetzt spricht er plötzlich von Familienplanung. Jetzt siehst du doch mal so. Andere Männer, die in die Midlife-Crisis kommen, die wollen plötzlich eine hübsche Freundin. Andi braucht nur einen neuen Job und eine Familie. Damit kann man doch eigentlich leben. Danke. Einmal im Ernst, mich würde trotzdem interessieren, was dahinter steckt. Jetzt hab dich nicht so. Du weißt doch, wie das läuft. Versprich mir, dass du vorsichtig bist. Ich bin für meine zarten Hände bekannt. Da kannst du jeden fragen. Oh. Zeig mal, was du drauf hast. Hey, Helena. Wie fühlt sich das an? Sag mal, geht's noch? Du stocherst da drum rum wie mit deiner Mistgabel. Wir hätten das auch viel früher machen sollen, aber du wolltest ja unbedingt cool sein. Jetzt halt die Klappe und mach endlich. Oh. Du glaubst doch nicht, dass Andi und Dana... Was macht denn ihr da? Madame hier hat einen Splitter im Finger und stellt sich an wie die Prinzessin auf der Erbse. Hey, und du kommst genau richtig. Du kannst mir nämlich gratulieren. Ach ja? Ja? Ich bin nämlich seit heute offiziell der Projektleiter für den Umbau des Lahnsteingestühls. Dana und ich haben ein Sanierungskonzept ausgearbeitet und Ludwig hat's akzeptiert. Fritsche, du bist der Größte. Da sagst du mir nichts Neues. Verrat du mir lieber mal, warum ihr da so in der Tür rumlungert und nicht gleich reinkommt. Wir wollten euch nicht stören. Stören? Wieso? Dana, zeig doch mal deinen Splitter. Oh, das sieht böse aus.